Was los? Los Angeles. Ah, Leute. Willkommen. Unverhofft kommt oft. Willkommen in den USA. Alter, ich war doch eben noch ganz woanders. Schön, dass ihr wieder da seid. Was soll ich sagen? Der Bruder ist auf Geschäftsreise. Und ich dachte mir, ich nehme euch mal mit. Heute ist der zweite volle Tag USA. Und gestern hat mich schon komplett überfordert. Ich bin dank Jetlag um 4:30 aufgewacht. Hab dann mit meinem Chef zusammen, Liebe geht raus an Robert, um 5 Uhr morgens quasi ein Büro in der Hotellobby eröffnet. Und dann haben wir so ein bisschen gearbeitet. 4-5 Stunden. Und dann war der Bruder, ihr werdet es kaum glauben, einfach mal 10 Kilometer laufen. Und, was soll ich sagen, heute ist Tag 2 und ich laufe schon wieder. Und ich knacke schon wieder die 10 Kilometer. Ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Video gesagt habe oder auf Insta oder so, aber meine Beine halten gut durch. Ich habe neue Laufschuhe. Ich bin frisch. Und was ich sonst auch gestern so angestellt habe, was soll ich da sagen? Wir gucken uns das am besten mal an. Also, auf geht's in die Vergangenheit. Auf geht's nach gestern. Vergangenheits-Alex, take it away. So Leute, was geht ab? Immer noch erster Tag. Ich habe jetzt Büroarbeit hinter mir, schon das ein oder andere Meeting und vor allem so einen gewaltigen 10 Kilometer Lauf. Ich habe jetzt einen ganz kleinen Break von einer Stunde, so ungefähr, anderthalb. Und stand zwischen der Wahl, entweder mache ich jetzt ein kleines Mittagsschläfchen oder ich scheiß auf Schlaf. Deswegen bin ich jetzt nochmal losgegangen und bin in einer meiner liebsten, ich sag mal, Einkaufsstraßenpassagen in L.A. und zwar in der 3rd Street Promenade. Denn hier gibt es etwas, was es ganz selten in den USA gibt. Und zwar eine Fußgängerzone. Also hier kann man shoppen gehen, hier gibt es nette Läden. Hier ist gerade so ein Outdoor-Einkaufszentrum. Das ist auch ganz nett, aber hier sind auch alle Läden viel zu teuer für mich. Aber wenn man da jetzt so weitergeht, da kommt ein Nike-Store, da kommt was zu fressen, da kommt alles. Das ist, was das Herz begehrt. Es ist brühend warm. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Macht euch kein Bild. Und ein DJ legt auf. Alter. Das ist doch mal LA-Vibe. Hier ist was los. Ich kann das echt. Jetlag, ich bin total K.O. Ich kann damit gar nicht umgehen. Und jetzt auch noch shoppen auf Zeit. So in eine Stunde reinquetschen, was geht. Ja, L.A. in one hour sozusagen. Aber schön hier, ey. Ist das heiß. Leck mich in eine Tasche. Ich weiß gar nicht, was ich euch alles so zeigen soll. Ich kenne das ja alles schon. Und ihr ja aus vorherigen Videos eigentlich auch schon. Aber ich mache einfach mal weiter, ne? Auch krass zu sehen, wie viele Läden hier pleite gegangen sind, wahrscheinlich durch die Pandemie und wie viel Leerstand hier in der Straße ist. Ich will auch nicht wissen, was hier so eine Tagesmiete alleine kostet, geschweige denn mal von einem Monat zu reden. Und was auch krass ist, ist wie in Deutschland die Preise, ne? Die haben angezogen. Ich fühle mich ja immer schon schlecht, wenn wir die Hipsterpreise so ein bisschen den Produktionskosten und Bedingungen anpassen. Aber hier, also 40, 45 Dollar für ein normales T-Shirt ist jetzt hier auch nicht ungewöhnlich. Außer ihr kauft halt irgendwie den totalen Ramsch oder habt Glück im Sale, aber das ist nicht. Und der Dollar steht auch gerade nicht so gut. Muss man schon mal tief in die Tasche greifen. Ah. Ich brauche einen Kaffee. Leute, ey, ich wünschte, man könnte seine Erinnerung spontan löschen und Orte, die man schon kennt, zum ersten Mal erleben.
ich weiß nicht, ihr kennt das Gefühl ja sicher, wenn man irgendwo, ja, wenn man einfach irgendwo ist und man ist halt geflasht und beeindruckt so von der Umgebung, von davon, wie anders und neu das aussieht. Ich war jetzt hier schon ein paar Mal, es flasht mich trotzdem und ich kann das auch, wie sagt man so schön, appreciaten. Aber dieses Kribbeln, und das ist halt, oh, das würde ich so gern wieder herstellen, weil ich weiß noch ganz genau, wie es 2015 das erste Mal war, als ich mit Nicole auf Hochzeitsreise in Los Angeles war. Es war halt, ja, es kann man, also es, dieses Gefühl gibt es pro Ort halt nur einmal. Und deswegen, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid und seid das erste Mal, oder so generell, seid generell irgendwo das erste Mal, versucht das mal aufzusaugen, weil das könnt ihr, ihr habt genau, ein, also es gibt für den ersten Eindruck auch bei Orten nur eine Chance. Ich habe übrigens was Schönes gekauft, das muss ich mal kurz zeigen. Hier. Bin ich nicht ein süßer Vater. Ich hoffe, die passt nur. Ich stand da nämlich im Laden und dachte so, ja, also keine Ahnung, wie groß ist jetzt der Kopf von meinem Sohn. Also so. Ich fasse meinen Sohn so selten mit beiden Händen um den Kopf. Aber ich glaube, die passt schon. Und sonst, ne, so wie früher Geschenke von Oma, da wächst der rein. Das passt dann. Du, das legt man ein paar Jahre in den Schrank und dann ist das immer noch gut. So, jetzt geht's weiter. Stunde Pause, habe ich alles rausgenossen. Noch einen Energy-Drink reinknacken und hasseln. Das war der Tag gestern und als wäre einmal Stadion nicht schon richtig geil, geht's heute wieder ins selbe Stadion und heute mal zum Angel City FC, also zum Frauenteam von Los Angeles. Ich bin sehr gespannt, also mir hat es gestern schon äußerst getaugt. Das war echt eine krasse Fußball-Experience, irgendwie ganz anders als bei uns in Europa, aber auch richtig geil. Also es war schon mächtig. Vor allem also durchgehend 90 Minuten Stimmung, also wirklich, die Fans haben nicht aufgehört, Krach zu machen. Das war richtig geil, richtig, ja, südamerikanisch, würde ich schon sagen. Es war wirklich nett und man darf nicht vergessen, den Club gibt es, glaube ich, seit 5 Jahren, LAFC. Die wissen schon, wie man Club hochzieht und wie man ein bisschen Lärm macht. Oh. Genau. Heute geht's zu den Ladies und da treffen wir auch noch den ein oder anderen Kontakt. Ich glaube, das wird ganz cool. Ich bin sehr gespannt. Ist das erste Fußballspiel einer Frauenmannschaft, was ich besuche. Und ich glaube, da soll heute richtig volle Hütte sein. Also ich bin positiv gespannt. Aber heute, wir hatten heute schon das ein oder andere Meeting und in einem Meeting muss die potenzielle Kunden gedacht haben. Wer sitzt mir hier gegenüber? Denn ich habe einfach den Monsterkrampf meines Lebens bekommen, während wir mit ihr essen waren. Da hat erst mein Bein, ich musste aufstehen, ich musste aufspringen am Tisch. Die dachte, ich bin, glaube ich, durchgeknallt. Aufspringen, es hat so gekrampft einfach mein Bein. Und dann zog der Krampf einfach in den Latt. Also es war wirklich, ich dachte, ich muss mich gleich hinlegen und mich mal erstmal ausrollen. Da kannst du ja nicht bringen, ey. Oh, naja. Sie hat es mit Humor genommen. So, jetzt aber nichts viel los. Ich versuche mal vielleicht ein paar Aufnahmen im Handy zu machen oder so. Alter, mein Hotelzimmer. Bei wem ist das noch so? Man ist eine Nacht hier und es sieht aus, meine Mutter wird sagen, wie bei Hempels unterm Sofa. Es tut mir leid. Mama, wenn du das siehst, ich räume auf. Versprochen. Thank you.
So, guten Morgen. Tag. Welcher Tag ist denn heute? Heute ist Sonntag. Tag 3. Und ich begebe mich jetzt mal ins Hotel-Gym und checke das mal aus. CrossFit kriege ich zeitlich aufgrund von Terminen nicht unter. Und ich muss auch so noch ein bisschen arbeiten. Deswegen gucken wir mal, was das Hotel-Gym kann. Und dann hoffe ich, dass ich morgen CrossFit unterbringe. Ich bin aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, eh richtig zerstört von 2 Tage 10 Kilometer pro Tag laufen, also joggen, neben dem ganzen anderen Gelaufe, was man hier in der Stadt so hat. Meine Füße sind richtig stinkig auf mich. So, ab ins Hotel-Gym. Also Hotel-Gym war ganz okay, war okay ausgestattet, irgendwie Laufband, so ein komischer Stepper und so, was halt so ein Hotel-Gym hat, aber auch ein ganz gutes Kurzhantelregal von, keine Ahnung, 5 Kilo bis 35 Kilo oder so. Also zum Pumpen war es okay, CrossFit, boah, kannst du da eigentlich fast knicken. Ich hätte da jetzt bestimmt irgendwas machen können. Was crossfittig ist, aber die Deckenhöhe war, also die war halt so wie hier, dass man direkt rankommt. Und ich dachte, so ein bisschen pumpen ist ja auch mal ganz gut, ne? Man will ja auch gut aussehen, unterm T-Shirt oder so. Egal, so. Ich habe einfach ganz normal einmal so durchgepumpt von oben bis zur Mitte. Also weiß nicht, Schultern, Brust, Rücken, hast du nicht gesehen. Beine habe ich heute echt mal in Ruhe gelassen. Die haben genug gelitten die letzten beiden Tage. Nicht unbedingt so krass muskulär, aber schon was den Sehnenapparat angeht. So, jetzt duschen. Der Tag startet ja erst. Schönes Ding, schönes Ding. So Leute, die nächste Pause, das nächste Fenster kurz genutzt, um mir jetzt mal richtig schön was zu snacken zu holen. Ich habe heute noch nicht richtig viel gegessen, ich hatte nur die Muscle Milk. Deswegen geht es jetzt zu einem fantastischen Bagel Shop, Noah's Bagels. Ich hoffe, ich kriege da was, ich hoffe, die haben noch ein Plätzchen für mich. Ich habe richtig, richtig Bock, Alter. Oh, Leute, guten Morgen. Es ist kurz nach 6 hier in L.A. Heute geht's weiter Richtung, werdet ihr gleich sehen. Und es ist Montagmorgen. Und ich habe unterschätzt, wie so ein Montagmorgen in L.A. ist, weil in Deutschland ist es jetzt ja schon 15 Uhr. Das heißt, man wacht hier auf und hat 40.000 E-Mails und 40.000 Messages und ich versuche der Lage gerade Herr zu werden und beantworte hier richtig verstrahlt irgendwelche Arbeitsnachrichten. Geil. Aber ich muss das Hotel ja auch räumen. Das setzt mich unter Stress. Keine Ahnung, vielleicht gehe ich nochmal laufen. Oder vielleicht kämme ich mir auch einfach mal die Haare. Moin. Letzter Tag Los Angeles. Let's go. Leute,
ich werde noch zum Läufer. In den nicht ganz 4 Tagen, die ich jetzt insgesamt hier bin, habe ich 25 Kilometer zurückgelegt. Das ist für mich, klein Moppel, auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr viel. Ich habe hier gerade noch, damit das sich nicht ganz so, damit ich nicht ganz vom Fleisch falle, habe ich hier gerade noch mal ein paar Liegestütze weggenascht. So ein kleines Hotelzimmer. Workout. Und die Putzfrauen dachten wahrscheinlich, hier ist gerade so eine richtig wilde Orgie am Abgehen. So, ab unter die Dusche. Arbeit ruft, Flieger ruft, Amerika ruft. Ich könnte mich an dieses Leben gewöhnen. Auch wenn es ein bisschen stressig ist. Aber ist auch irgendwie geil. Einen wunderschönen guten Morgen aus Las Vegas. Lass krachen. Wer hätte gedacht, dass der Bruder in seinem Leben hier nochmal herkommt? Die OGs unter euch werden sich erinnern, ich war mit Family hier 2018 und bin jetzt tatsächlich, man glaubt es nicht, beruflich hier. Denn hier findet eine Awardshow statt. Und eine Sportmarketing-Konferenz, nennt sich Hashtag Sports. Und wo könnte man besser in Ruhe über Geschäft reden als in Las Vegas? Wir kamen hier gestern an und einfach, diese Stadt ist einfach komplett verrückt. Ich habe aber zu meiner großen Freude herausgefunden, dass hier gegenüber, quasi auf der anderen Straßenseite, eine CrossFit-Box aufgemacht hat. Die gab es 2018 auf jeden Fall noch nicht und die haben von 10 bis 12 Uhr morgens Open Gym, was in 4 Stunden ist. Und deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen weiterarbeiten hier, ein bisschen Büro machen und dann gehen wir mal Open Gym-mäßig ein Wegliften. Ich habe heute Bock, glaube ich, ein bisschen zu snatchen, zu clean and jerken. Mal gucken, was in den müden Knochen noch drin steckt. Das hier ist übrigens mein Zimmer. Also wer Bock hat, kommt vorbei, ich habe noch ein Bett frei. Übrigens. Was auch crazy ist, wir kamen hier gestern Abend an und als wir den Flughafen verließen, bin ich wie gegen so eine Wand gerannt, denn hier sind tagsüber gerade im Juli 45 Grad. Einfach mal 45 Grad. Las Vegas wird heiß. Change gotta come, put that on me and watch me educate. Yeah, we been, could have started, but it's never late. Do it for my kids, kids, yeah, let's set it straight. Do it for your kids, kids, gotta set it straight. It's time to regulate, we need change now. We need solar, we need Evie in the game now. Make it change so the earth we know can stay around. Make it change cause we had no time for playing around. Let's quit the playing around. First rule to me, let's keep it clean. Watch how we build, clean air we need. Stuff on the flow, sweep up the scene. We going green, work as a team. First rule to me, let's keep it clean. Watch how we build, clean air we need. Stuff on the flow, sweep up the scene. We going. So Leute, frisch aus der CrossFit-Box. Boah, ich muss sagen, ich weiß nicht, wer von euch das Las Vegas-Video 2018 gesehen hat. Aber wenn es da einen roten Faden gab, dann war es die Klimaanlage, die mich zerstört hat.
Ich bin einfach, ich weiß nicht, ich bin nicht gebaut für Klimaanlagen. Und das Hotel, logischerweise, hier draußen sind 45 Grad. Da ballert die Klimaanlage und ich habe richtig wie so einen leichten Film auf der Lunge. Das Problem ist, wenn du die Klimaanlage ausmachst, ne, ja, dann bist du auch kaputt. Alter, was ist das für eine Aussicht hier bitte? Es kommt auf der GoPro mit Weitwinkel jetzt wahrscheinlich gar nicht so rüber, aber das ist crazy hier. Lass mich mal gucken, wie viel Grad wir gerade haben, wenn mein Internet mitspielt. Es sind 41 Grad und es werden heute noch 44 Grad. Das ist doch schön. Da gehe ich dann nachher noch glatt machen, nochmal joggen. Die Box ist übrigens ein bisschen schwer zu finden. Im Gegensatz zu Amerikanern habe ich mir kein Uber genommen, sondern dachte, ich gehe die Strecke zu Fuß. Die ist hier in so einem Industriegebiet. Auch so ein bisschen slightly shady Gestalten, die hier rumlaufen. Und ich habe mich im Aria Casino verlaufen. Ich habe Google Maps und der hat mich in die Irre geführt. Und dann bin ich da rumgelaufen. Und ich kann euch jetzt ja zurück gleich mal den Weg zeigen, den man hier so nehmen muss. Alles halb so wild. Aber werdet ihr dann sehen. Man hat hier auf jeden Fall dezent die Angst, gleich einfach abgezogen oder abgestochen zu werden. Aber bisher geht das noch. Die Box war ganz cool. Ich habe wirklich ein kleines... Oh, kleiner Truck. Ich habe ein Mini, ich sag mal, Mini-Workout gemacht. Bisschen Snatch Balance Overhead Squat. Einfach um ein bisschen die Beine und die Schultern in Schwung zu bringen. Ich habe ja zuletzt in Deutschland CrossFit gemacht. Habe ich ein bisschen gesnatcht und einfach mal raufgepackt. Das mit Pfund und Kilo habe ich mir so ein bisschen zusammengebastelt. War am Ende. Am Ende beim Snatchen waren es tatsächlich irgendwie 84 Kilo. So hoch wollte ich gar nicht, aber unverhofft kommt oft, würde ich sagen. Und dann habe ich ein kleines Workout hinten rangehangen. Einfach ein Brenner. Ich hatte Bock auf Muscle-Ups. Ich wollte mal gucken, wie die gerade laufen. Weil ich habe das Gefühl, dass ich hier im Urlaub ein bisschen abgenommen habe. Weil ich, obwohl ich in Amerika bin, nicht viel esse. Ich kann euch auch sagen, warum. Sobald ich hier über die Straße komme. Wenn ich sonst im Urlaub hier bin, dann stehe ich ja auch auf die ganzen Fastfood-Läden und so. Ich bin beruflich hier. Das heißt, wir gehen auch des Öfteren mit potenziellen Kunden essen. Und dann sind wir also im Restaurant. Und im Restaurant sind die Portionen dann doch nicht so üppig wie bei Wendy's oder In-N-Out. Deswegen habe ich das Gefühl, ich bin hier ganz gut positiv gesehen vom Fleisch gefallen. Egal, was ich sagen wollte, die Muscle-Ups liefen richtig gut. Ich habe 5 Runden gemacht, 5 Muscle-Ups, 10 Burpee Box Jump Over und 20 Kalorien Rudern. Und die Muscle-Ups habe ich alle unbroken gemacht. Das ist jetzt sagt ihr so, ja geil, 5 Muscle-Ups unbroken, 5 Runden. Aber für mich ist das schon kind of a big deal. Also ist gut, ist gut. So, jetzt geht's hier rum nach Hause, also ins, wie heißt denn das? Ins Hotel. Und die Amerikaner denken, ich bin ein richtiger Psycho in so einem Batik-Shirt bei 44 Grad über eine Autobahnbrücke laufend mit einer Kamera in der Hand. Sorry. Oh Leute, ich schmelze hier, ich kann nicht mehr. Das ist zu viel. Das ist zu viel für mich. Bin jetzt hier beim Bellagio und Aria Hotel, Casino, keine Ahnung. Und hier, guck mal, hier ist dann plötzlich so, hier war eben alles Betonwüste. Und dann ist hier plötzlich so ein, wie so ein Park. Das ist irgendwie der kleine Memorial Park. Ganz nett. Im Schatten lässt sich es auch noch fast aushalten. Ich bin übrigens nicht aus Jux und Dollerei in Las Vegas. Heute Abend ist hier eine Awardshow, eine Marketing-Awardshow, würde ich es jetzt mal betiteln, wo wir mit Jungformat Sports
ein paar Arbeiten eingereicht haben und uns Chancen ausrechnen, ein paar Preise zu gewinnen, die wir dann auf der Bühne entgegennehmen wollen. Also drückt mir, drückt uns die Daumen. Das Ganze findet heute Abend statt. Vielleicht haue ich hier mal so ein paar Handyaufnahmen dann später noch ins Video, wie es war. Ich bin sehr gespannt. Muss jetzt erstmal duschen, noch ein bisschen was wegarbeiten, aber nicht im Sinne von Fitness, sondern im Sinne von Arbeit. Und dann gucke ich mal, was man hier noch so machen kann. Vegas, Alter. Kranke Stadt. I'm gonna keep it very short. It's been a wonderful evening, obviously, and Best in Show for us tonight has been getting all this inspiration from all of these great institutions, NBA, NFL, WWE, all of you that have delivered all these outstanding case studies. And so I'm standing here with WWE superstar Kofi Kingston, yeah. Xavier Woods, yeah. The New Day. Yeah, he knows the product. There we go. Oh, of course. And we just took Best in Show at the hashtag Sports Awards. Guys. Yeah, you didn't, yeah. Not just that. You got everything. You got like 9 awards. You got like 9 awards. You're out here just mentioning one. You got a hell of a team. Who? You, bro. You. Us. Yo, oh, man. What team, you guys? Oh, Alter, Leute, was ist hier eigentlich los, Alter? Wo bin ich hier eigentlich gelandet? Das ist doch alles krank. Vegas ist doch krank. Gestern Abend war besagte Awardshow, also wo Arbeiten aus dem Bereich Sportmarketing ausgezeichnet werden. Dann kann man da Preise gewinnen. Und wir haben gestern granatenstark abgeräumt. Und das ist nicht alles. Die Moderatoren gestern am Abend waren Kofi Kingston und Xavier Woods, zwei WWE-Wrestler. Also das war quasi wirklich, also Las Vegas, Wrestler auf der Bühne, die uns auch noch einen Preis überreichen. Völliger Overkill, völliger Wahnsinn für mich. Wo bin ich hier gelandet? Ansonsten, morgen geht's schon weiter. Da verlassen wir schon wieder Las Vegas. Wer mehr von Las Vegas sehen möchte, der kann auch mal mein Video aus 2018 auschecken. Da habe ich ja hier einen Rundgang durch sämtliche Casinos eigentlich gemacht. Ich habe übrigens noch nicht einen Euro, okay, Euro wäre eh schwer, noch nicht einen Dollar hier in irgendein Spiel versenkt. Aber ich habe ja noch einen Abend. Mal sehen, was da noch kommt. Ich war vorhin kurz im Hotel-Gym, habe das mal ausgecheckt. Also ist jetzt kein Crossfit-Gym, aber wenn ihr nach Las Vegas mal reist, dann ist das hier im heißt das hier nochmal? Metro Cosmopolitan? Im Cosmopolitan. Zumindest ein gutes Gym. Also ich war ja letztes Mal im Elara, das ist die Straße gegenüber, da war das Gym nicht so geil. Das hier ist schon gut ausgestattet, halt zum Pumpen. Ich habe gerudert, da ein bisschen, 30 Minuten. Kann man das schon machen. So. Freunde, das ist richtig wild. Ich muss sagen, es ist auch ein bisschen ambitioniert, hier immer morgens so um, ich fange morgens um 6 meistens an zu arbeiten. Dann mache ich so 3-4 Stunden Office-Arbeit sozusagen. Und dann gehen in Deutschland alle ins Bett und ich mache hier meine Meetings und irgendwie bin auf irgendwelchen Konferenzen. Das ist alles cool. Aber wenn ich so auf meinen Whoop gucke, das ist stinksauer. Stinksauer ist mein Whoop. Die längste Nacht, seitdem ich hier in den USA bin, waren 6 Stunden Schlaf. Was okay ist, ich will nicht jammern. Aber ich bin auch, was Schlaf angeht, eine ganz schöne Mimose. Und wenn ich nicht 8 Stunden schlafe, dann bin ich einfach müde. Ich bin alter Mann. Deswegen wird, wenn es zurück nach Deutschland geht, wird erstmal ein bisschen Schlaf nachgeholt. War bisher auf jeden Fall interessant, die USA mal von der Business-Seite kennenzulernen. Aber die Reise ist ja noch nicht zu Ende. Morgen geht's weiter. Wohin? Werdet ihr noch rausfinden.
Oh, Leute, willkommen in San Francisco. Dritter, letzter Stopp unserer Reise. Und wie könnte man die Stadt besser erkunden als mit einem kleinen Lauf? Ihr wisst ja, wie gerne ich laufe. Wir haben 48 Stunden in dieser Stadt. Wir werden versuchen, das Beste draus zu machen. Beruflich, aber auch ein bisschen privat vielleicht. Man weiß es nicht. Ich nehme die Kamera mal mit. Ich muss jetzt zurück zum Hotel laufen. Nächstes Meeting. Oh, nächster Schritt Richtung... Man weiß noch nicht. Weiter geht's. Oh. So, Leute. San Francisco. Wie gesagt, wir haben nur 48 Stunden hier. Und die sind jetzt fast abgelaufen. Ich war noch nie in dieser Stadt zuvor. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht viel Zeit, mir die Stadt anzugucken. Aber die Zeit, die ich hatte, die macht Lust auf mehr. Gestern waren wir nach unserem ersten Meeting, waren wir an der Golden Gate Bridge. Ey, die hat irgendwie was mit mir gemacht. So, ich hatte Gänsehaut. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, weil man die aus so vielen Filmen kennt vielleicht. Vielleicht auch, weil die Reise doch ganz schön anstrengend war, vor allem mental. Und dann ist man an so einem Ort wie der Golden Gate Bridge. Der Wind pustet, die Sonne steht hoch am Himmel und man guckt auf diese lange Brücke. Das war schon, hat was mit mir gemacht. Schöner Ort. Dann hatten wir abends noch ein Meeting mit einem potenziellen Neukunden. Und mit dem sind wir zu den Los Angeles, wie heißen die denn nochmal? Giants gegangen, zum Baseball. Und ich war noch nie zuvor in einem Baseballstadion. Und das Baseballstadion, das ist krank. Das ist halt so, das hat auf der einen Seite halt so ganz steile Tribünen und auf der anderen Seite guckt man einfach aufs Wasser. Und das war ein Flutlichtspiel, also abends um, wann sind wir denn da hingegangen? Um 9 oder so. Wow. Und dann auch cool, dass man mit einem Local da war, der einem dann so ein bisschen erzählen konnte, warum die Leute sich das angucken. Das war schon besonders. Also waren echt zwei richtig coole Tage hier in San Francisco. Vollgestopft mit Arbeit und Meetings, aber auch so die Zeit, die man zwischendurch hatte. Echt, echt, echt cool. Übrigens, ich war gerade im Gym, deswegen bin ich so durchgeschwitzt. Hier im Marriott Marquis in San Francisco ein zweistöckiges Hotel-Gym. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also ein richtig cooles Gym. Schrott für CrossFit so und haben auch kein vernünftiges Squat Rack, sondern nur so Multipressen. Aber zum Pumpen und wenn man mal hier irgendwie für ein paar Tage herkommt und einfach irgendwie keine Zeit hat, zwischendurch noch zum CrossFit zu gehen, eine wunderbare Sache. Die CrossFit Box ist auch gar nicht so weit von hier, aber ich habe es einfach irgendwie nicht. Ich habe es nicht gepackt. Dafür war ich an Las Vegas. Ich habe übrigens den Trip jetzt hier jeden Tag, außer den Tag, wo wir von Las Vegas nach San Francisco sind, habe ich Sport gemacht. Wow! Also wie zu Hause eigentlich. Ich freue mich jetzt auch ein bisschen auf zu Hause. Wie gesagt, das war eine richtig geile Erfahrung hier. Ich habe eine Menge gelernt. Also die Reise lief für mich auch unter dem Motto, viel mitnehmen, viel lernen, mir viel abgucken, gucken, wie das Business hier drüben läuft. Sich wohler fühlen in Business-Meetings, weil ich fühle mich schon deutlich wohler am Schreibtisch, wenn ich mir irgendwie Sachen ausdenke. Mein Kaffee ist fertig. Aber es war mega gut, es war mega gut. Wollen wir hoffen, dass das Früchte trägt, dass wir vielleicht hier öfter rüberkommen können, dass wir hier drüben ein bisschen Business machen können. Ich glaube, die Awardshow in Las Vegas hat auf jeden Fall geholfen. Das war auch rückblickend so krank, ey. Ja. Wow. Zu Hause muss ich mich mit diesem ganzen Material hier mal auseinandersetzen und gucken, ob und wie ich ein Video draus mache. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich gehe jetzt duschen, dann mache ich nochmal letzte Besorgung in San Francisco, damit die Family zu Hause nicht leer ausgeht. Sonst gibt es, wie sagt man, große Augen? Nee. Lange Gesichter gibt es sonst. Das wollte ich sagen. Gehabt euch wohl. Ich verbleibe mit den weisen Worten von Bill Clinton, der bei meinem ersten Besuch in den USA sagte, liken, teilen, abonnieren, screenshotten, ausdrucken, Herzen aufmalen, an den Kühlschrank hängen, Mama Pauschert sagen, alle CrossFit Hipster of Doom, abonnieren, dies, das, Ananas.
Sometimes love is a thought we held to.